Sie hat mich 2014 angerufen und hat gesagt, sie hätten ein Projekt, Stapler der Zukunft, und da werden interessante Themen definiert. Und ich habe mal drei der prägnantesten rausgegriffen. Und spätestens beim dritten Thema habe ich gegrinst und habe gesagt, 10 Jahre vorher hat bei Wetten, dass jemand mit einem Lindestapler Bierflaschen geöffnet, müsste eigentlich sensibel genug sein. Und dann hat er gesagt, ja, das ist genau unser Problem. Weil umgekehrt, wenn wir fragen unsere Kunden, dann sagt beispielsweise Daimler, wir wollen in 10 Jahren die staplerfreie Produktion. Warum? Sind sehr teuer in der Anschaffung, stehen zu 85% nur im Eck. Es gibt unfassbar viele Arbeitsunfälle mit Staplern. Und das ist letztlich die Problematik, in der sich viele Firmen bewegen. Natürlich das Produkt weiter zu verbessern, aber eben auch die neuen Themen zu sehen. Und vielleicht kennen Sie diese nette Geschichte von Paul Watzlawick aus dem Buch Anleitung zum Unglücklichsein, sehr nettes Buch. Und die Geschichte heißt Mehr desselben. Und die geht wie folgt, da ist ein Betrunkener, der kniet auf der Straße und sucht etwas. Da kommt ein Polizist um die Ecke und fragt, was er denn sucht. Dann sagt er, ich suche meine Schlüssel. Der Polizist hilft bei der Suche und nach einer Weile fragt er den Betrunkenen, sind Sie sicher, dass Sie die Schlüssel hier verloren haben? Da sagt er, nein, nicht hier, sondern dort hinten. Ab dort ist es viel zu dunkel. Jetzt im übertragenen Sinne auf das Thema Innovation ist das typische Muster, wie Firmen agieren. Wir suchen dort nach neuen Themen, wo es hell ist. Und es ist dort hell, wo wir auf bekanntem Terrain sind, unsere bestehenden Produkte. Und Produktmanagementstrukturen, die extrem wertvoll und wichtig sind, zementieren dieses Denken. Weil jeder Produktmanager hat seine Laterne und sucht um diese Laterne herum nach den Themen, die uns hier weiterbringen können. Bei Linde haben wir auf der Basis mit einem strukturierten Ansatz, den ich nachher noch kurz zeigen werde, neben dem Weiterentwickeln des Staplers selbstverständlich 7 sogenannte strategische Fokusfelder für Innovation definiert. Und ich gehe die jetzt nicht einzeln durch, die haben sehr viel natürlich auch mit Digitalisierung zu tun, mit dem Thema Safety am Stapler, um den Stapler herum, neue Geschäftsmodelle. Das Interessante hier ist, wir haben 3 Felder definiert, die mit Teams bearbeitet werden oder wurden, um neue Dinge zu finden. Und da ist der Fokus Do the Right Things für die Zukunft. Und wir haben 4 andere Themen definiert, mit denen wir die aktuelle Entwicklungspipeline, Innovationsprojektpipeline neu strukturiert haben, mit dem Fokus Stop the Wrong Things. Auch das gehört dazu. Effektivität, effektives Innovationsmanagement muss immer beides leisten. Do the Right, Stop the Wrong Things. Das ist ein großes Unternehmen. Es gibt auch andere nette Beispiele. Das ist eine Firma Elite in der Schweiz, am Genfer See, in Avanche. Kleine Manufaktur für Matratzen. Und ich zeige Ihnen deswegen das Beispiel, weil eben auch solche kleinen Firmen in ganz neue Bereiche vordringen können. Und zwar 2 Stoßrichtungen. Zum einen hat Elite zum Zeitpunkt, als sie noch 2 Millionen Franken Umsatz gemacht haben, also wirklich kleine Firma, haben sie bereits ein Pay-per-Use-Modell eingeführt für die Hoteliers, Zielgruppe B2B. Das heißt, die Matratzen werden geliefert umsonst, da ist Sensorik drin. Wenn jemand darin übernachtet, wird bezahlt, 50 Rappen pro Übernachtung. Wenn keiner drin liegt, wird nicht bezahlt. In den 50 Rappen ist auch eine gewisse Service-Fee mit eingerechnet. Das heißt, man kann hier auch anfangen, Dienstleistungen, Services langsam aber sicher aufzubauen, um mit dem Kunden besser zu interagieren. Fokus B2B. Der Fokus B2C, auch der wurde gut angegangen, und zwar mit der Frage, was ist denn eigentlich der Sinn und Zweck von Matratzen? Was ist die Aufgabe des Kunden? Und die Aufgabe des Kunden ist, wir wollen erholsamen Schlaf. Und Elite sucht jetzt sehr systematisch nach Themen, die uns bei erholsamem Schlaf behindern. Beispiel Schnarchen. Und das ist jetzt eine neue Entwicklung mit der ETH Zürich seit letztem Jahr. Das heißt, da hat es Mikrofon in der Matratze und wenn es anfängt zu schnarchen und laut wird, dann gibt es ein Gestänge, das bewegt sie dann in dieser Matratze und schüttelt sie etwas in die richtige Position, bis es aufhört zu schnarchen. Sie fliegen auch nicht aus dem Bett, also ganz so stark wackelt das Ganze auch nicht. Aber sehr schön, was man dahinter sieht, ist dieses Fokussieren auf die Aufgabe des Kunden. Ich habe noch ein drittes Beispiel dabei, was dann auch später noch interessant sein wird, und zwar
die Firma Swissphone, wieder etwas größer, aber auch nur 250 Mitarbeiter. Und die Firma Swissphone macht Pager. Sie kennen die, vor allem so Blaulichtorganisationen haben diese Pager. Und auch dort wird natürlich alles reingezüchtet, was geht, die nächsten Funkgenerationen und so weiter. Das Problem bei den Pagern, das können Sie sich auch vorstellen, Hauptkunde Feuerwehr sagt, wir wollen nicht mehr über Pager alarmiert werden, sondern übers Handy. Wir wollen keine zwei Geräte haben. Produktion am Standort Schweiz, am Zürichsee, sehr teuer. Die Frage, was passiert jetzt mit uns als Firma? Die interessante Neuausrichtung von Swissphone war auch hier die Überlegung, was ist denn die Kundenaufgabe? Was macht die Feuerwehr? Und die Feuerwehr managt unerwünschte Ereignisse. Wir haben es letzte Woche wieder am eigenen Leibe erleben müssen, wie die Feuerwehr ausrücken musste. Sie managt unerwünschte Ereignisse. Und die Denkweise bringt eine völlig andere Orientierung auf das, was eigentlich möglich ist für Swissphone. Was wir hier gemacht haben ist, Sie kennen das, diese Customer Journey Betrachtung. Wir haben geschaut, was muss die Feuerwehr alles tun, um dieses Managen von unerwünschten Ereignissen zu vollziehen. Und zwar vom Anfang der Feststellung bis zum Schluss zum Abschluss. Das ist die horizontale und in der vertikalen sehen Sie mögliche Kundennutzen, die wir generieren können. Und jetzt können Sie in dieser Matrix, können Sie in jedem Feld suchen, ob hier Potenzial steckt für Swissphone, um etwas zu tun. Und es sind ganz neue Themen entstanden, ganze Alarmierungslösungen, ganze Managementlösungen, softwarebasiert für solche Einsätze. Und der Pager selber, der war bislang nur bei der Mobilisierung, und zwar beim Auslösen und Übermitteln im Einsatz. Das war das Einzige. Jetzt, wenn Sie als kleine Firma so etwas tun, dann müssen Sie sich komplett neu organisieren. Sie brauchen ganz tiefes Verständnis für die Entscheidungsprozesse und die Nutzungsgewohnheiten. Sie verschieben den Fokus weg vom reinen Produkt hin auf mehr Systemlösungen, Plattformen. Und was damit verbunden ist, das spüren alle Firmen am eigenen Leibe, ist, wir brauchen ganz neue Kompetenzen, Data Science, Softwareentwicklung, das sind alles Themen, die hier aufgebaut werden müssen. Jetzt, wie reagieren oder was bedeutet das eigentlich, wenn wir das tun? Wenn Sie sich vorstellen, Sie sind reiner Produktanbieter, dann haben Sie diese Klickbeziehung. Das heißt, Sie haben einen Fall, einfache Auftragnehmer-Auftraggeber-Beziehung. Der Auftraggeber bestellt, Sie liefern, das Thema ist erledigt. Wenn Sie zum Lösungsanbieter werden, dann haben Sie auch urplötzlich Interaktionen, komplexe, intensive Austausche über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Das heißt, es gibt neben dem Produkt viele Vorleistungen, Nebenleistungen, Dienstleistungen und so weiter. Das ist diese externe Herausforderung in Richtung Kunde. Was das intern auslöst, ist Folgendes. Wenn Sie sich vorstellen, Sie sind der Lieferant und Ihr Kunde agiert. So, der Kunde hat eine gewisse Komplexität hier und auch Sie haben eine gewisse Komplexität in Ihrem Unternehmen. Wenn Sie jetzt die Aufgabe des Kunden ganzheitlich übernehmen wollen oder zumindest Teile davon, dann passiert Folgendes. Die Kundenkomplexität verlagert sich zu Ihnen. Das heißt, bei Ihnen wird alles noch viel schwieriger. Sie haben ganz neue Anforderungen in der Organisation zu bewältigen. Dessen sind sich die Firmen, wenn sie strategisch das definieren, häufig nicht bewusst. Wie reagiert man? Typischerweise werden neue Strukturelemente gebildet. Und Sie kennen diese ganzen Begriffe, die es mittlerweile gibt. Ganz, ganz viele neue Jobprofile. Und das ist alles spannend und richtig, aber es ist Flickwerk. Weil das Problem ist, wenn wir dann das zusammenbringen, dann ist das Bild trotzdem nicht fertig. Das heißt, Sie haben Lücken und vor allem noch schlimmer, Sie haben Überschneidungen. Es gibt semantische Diskussionen, was macht der Product Owner, was macht der Product Manager und so weiter. Das ist ganz schwierig. Und was dazu kommt, man macht noch etwas Flickwerk auf Ebene der Mikroprozesse, nimmt sich die Prozesslandschaft und baut dort noch das ein oder andere Element mit hinein. Das greift zu kurz und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie wir in drei Schritten letztlich von diesem Produkt zum Lösungsanbieter kommen können. Zum einen müssen Sie das Ganze strategisch wollen. Das ist der Schritt 1. Sie müssen das Ganze dann strategiegerecht und prozessbasiert organisieren, Schritt 2.
Und Schritt 3, Sie müssen daraus ein ganzes Betriebsmodell entwickeln. Ich möchte die 3 Schritte Ihnen kurz erläutern. Der Schritt 1 ist für uns ein ganz wichtiger und das ist das Thema, wir müssen das Innovationsgeschehen strategisch orientieren. Nicht Technologie sucht Anwendung, wie das häufig zurzeit der Fall ist im Bereich der Digitalisierung, sondern Problem sucht Lösung und das Ganze noch strategiegerecht. Und wir nutzen dafür diese Innovationsarchitektur als Grundmodell, um Market Pull und Technology Push Aspekte zueinander zu bringen und auch auf einen Blick darzustellen. Und ich zeige Ihnen ein Beispiel, die Herren sind auch hier am Tisch, der UVEC Safety Group. Die Innovationsarchitektur, hier ein kleiner Auszug, da entsteht dann so eine Landschaft, wenn Sie Analysen machen auf diesen ganzen Ebenen. Also wir analysieren die Megatrends, die Kundenbedürfnisse, wir analysieren die Kernkompetenzen, die neuen Technologien, was sind die Märkte heute und morgen. Die ganzen Themen werden analysiert und es sind in der Regel so um die 100 solcher Felder, die man dann auf dem Blatt hat. Und das ist mal die innovationsstrategische Spielwiese. Und jetzt haben Sie eine Morphologie und können anfangen, Kombinatorik zu betreiben, um solche Fokusfelder, wie wir es vorher bei Linde gesehen haben, abzuleiten. Wir leiten daraus Kandidaten ab im ersten Schritt und meistens sind das um die 20 bis 30 und dann gibt es eine Bewertung und zum Schluss werden dann 3 bis 5, bei Linde sogar 7 ausgewählt. Wie läuft das? Wir nehmen uns einen Nukleus, von dem wir das Gefühl haben, das könnte ein großes Potenzial für uns darstellen. Jetzt im Fall UVEC war das Thema, nicht nur im Produktdenken, sondern den gesamten Kundenprozess à la Swissphone besser zu verstehen und mit Arbeitsschutzprodukten, Arbeitssicherheit von Kopf bis Fuß, mit Arbeitsschutzprodukten auch diesen Kundenprozess zu bedienen. Um den Nukleus gruppieren Sie dann weitere solcher Felder, die die Aufgabenstellung schärfen, die dazu passen. Einerseits wird die Aufgabenstellung präziser, andererseits haben Sie die Chance, dass Sie auch schon den Check machen. Trifft denn das Thema auch auf einen Megatrend beispielsweise? Oder hier sehen Sie auch, unten gibt es nichts. Das heißt, wir haben eigentlich noch gar nicht richtige Kompetenzen in dem Thema. Und Sie formulieren daraus eine W-Frage. Und das ist hier das Thema gewesen. Wie können wir mittels Integration und Vernetzung intelligenter Systeme in die Arbeitsschutzausrüstung neue digitale Kundenlösungen entlang des Prozesses generieren? Das ist ein Feld, das wurde ausgewählt. Und das wird jetzt seit einigen Jahren auch entsprechend bearbeitet. Es gab aber auch 30 andere Felder, Kandidaten. Man hat sich für 3 entschieden, unter anderem für das und für 27 andere nicht. Das ist dieser Prozess, den ein Management durchlaufen muss, damit wir auch wirklich strategisch das auch ernst meinen hinterher, was wir hier sagen. Was daraus entstanden ist, ist der Bereich UVEC DBI, Digital Business Innovation, unter dem Motto Protecting People gibt es 3 Stoßrichtungen. Sie sehen das Schutz bei Unfall. Das ist eigentlich das klassische Kerngeschäft von UVEC. Die Schutzausrüstung schützt dann, wenn ein Unfall passiert. Neu aber auch Schutz, bevor der Unfall passiert, im Sinne der Prävention. Und auch das Thema Arbeit erleichtern, das sind digitale Assistenzsysteme. Und letztlich die Vision ist the smart way to protect people. Es gibt 4 erste Produkte in dem Zusammenhang, die hier eingeführt worden sind. Wenn Sie das ernst nehmen, solche Themen an den Markt bringen zu wollen, dann müssen Sie als klassischer Produktanbieter anders arbeiten. Das haben Sie sicher heute auch schon gehört. Sie müssen anders arbeiten, weil der Kunde hier entsprechend auch mitentwickelt. Und dieses klassische, iterative Entwickeln von Prototypen und so weiter, auch das sind Denkweisen, die müssen diese Organisationen aufbauen und auch lernen, weil das ist nicht das klassische Produktgeschäft. Das funktioniert komplett anders. Da gibt es keine Schleifen und Iterationen. Da gibt es Marktbefragungen, dann wird das Produkt entwickelt und eingeführt und in der Regel liegen die Verkaufspreise genau dort, wo man sie auch geschätzt hat, weil man eben seine Kunden auch gut kennt. Hier kennt man die Bedürfnisse noch gar nicht so richtig und die Anforderungen und auch das Geschäftsmodell ist schwierig. So, wenn Sie das strategisch orientiert haben, dann ist die nächste Frage, wie organisiere ich das Ganze? Und Sie haben es gesehen vorhin, dieses Flickwerk, diese neuen Rollen, das funktioniert nicht. Und ich möchte Ihnen auch hier ein Tool zeigen,
die sogenannte Wertschöpfungsmaschine, die wir nutzen, um Organisationen neu zu gestalten, und zwar Greenfield-Ansatz. Und zeige Ihnen das erstmal an einem Beispiel, das Sie vielleicht kennen. Sie sind im Restaurant und Sie bestellen etwas, ein Schnitzel. Und dann ist das Typische, das Ganze wird irgendwo entgegengenommen, das wird dann im System erfasst, dann gibt es eine Aufbereitung, dann wird es bereitgestellt, dann wird es aufgetischt und zum Schluss kommt das Falsche auf den Tisch. Sie sind ziemlich enttäuscht. Was ist die Ursache? Und das sind jetzt diese typischen langen Prozessketten in Firmen. Da gibt es in jedem Schritt gibt es ganz, ganz viele mögliche Fehlerquellen. Und letztlich kann man es zusammenfassen. Es gibt Informationsverluste, das ist dieses stille Postphänomen. Es gibt Warte- und Liegezeiten, ich sehe es vielleicht nicht oder ich habe gerade was ganz anderes zu tun. Und das Dritte ist, wir sind optimiert, wir optimieren unseren Bereich. Und wenn die Küche sauber ist und das alles gut läuft, dann bin ich fein raus als Koch. Mir ist es eigentlich egal, was hinter der Theke, was dort entsprechend läuft. Optimierung und Spezialisierung. Und das ist die typische Situation, wie wir es in jedem Unternehmen antreffen. Wenn wir jetzt prozessbasiert organisieren, dann würden wir einen One-Face-to-the-Customer-Prozess bilden, die durchgängige Verantwortung für die Bewirtung. Und dieser Prozess, der delegiert zum richtigen Zeitpunkt bestimmte Dinge an einen zweiten Prozess, nämlich der, der die Leistung erbringt. Und Sie sehen, das ist kein Funktionsbereichsdenken, sondern ein Prozessdenken. Sie haben genau eine Schnittstelle, die ist standardisiert und der bereitet es auf, liefert es wieder ab und entsprechend kommt der Control-Check, Quality-Check, kommt im oberen Prozess und zum Schluss auch der Zufriedenheitscheck. Also das ist mal ganz einfach erklärt, diese Methodik. Das heißt, wir wollen durchgängige Verantwortlichkeiten, wir wollen die Schnittstellen nicht mehr zwischen Abteilungen und Personen, sondern zwischen Prozessen. Jetzt im realen Fall, Sie erinnern sich an das Beispiel Swissphone. Was kann das bedeuten, wenn wir Lösungsanbieter werden wollen? Wenn wir bei Swissphone uns das anschauen und die Methodik funktioniert so, dass wir im Grunde die gesamten Kundenbedürfnisse entlang der gesamten Lebenszeit, also dieser Customer Journey, uns entsprechend anschauen, dann haben wir auch hier diesen durchgängigen Kundengewinnungs- und Betreuungsprozess, dieses One Face to the Customer. Und dann haben wir einen Bereich der Leistungserbringung. Und die Leistungserbringung, und da sehen Sie jetzt den Trick, die Leistungserbringung hat zwei Prozesse, nämlich unten den Produkte- und Servicelieferant. Die liefern zum einen Pager, die liefern aber auch Software, die liefern Apps und so weiter. Und das sind interne und externe, weil intern haben wir nicht die ganzen Kompetenzen. Wir können vor allem Pager bauen. Und Sie sehen da oben drüber einen Prozess System Engineering und Projektmanagement. Der ist deswegen gestrichelt, weil der kommt nur dann zum Einsatz, wenn wir Gesamtlösungen verkaufen. Wenn wir Produkte verkaufen, dann wird die Bestellung durchgereicht an den Produkte-Service-Lieferant. Jetzt vom Prinzip her sehen Sie auch, welche Rollen hier drin stecken. Und das ist eigentlich das Spannende. Der Produkte-Service-Lieferant, durchgängige Verantwortlichkeit heißt, wir haben Produktmanagement, wir haben Entwicklung, wir haben den Einkauf und wir haben auch die Produktion komplett in einem Prozessstrang. Die arbeiten hier zusammen mit einer Zielsetzung, mit einer Verantwortlichkeit. Und hier oben gibt es ganz neue Rollen. Requirement Engineering, Systemarchitektur, Projektmanagement, alles Dinge, die gab es bei Swissphone vorher nicht. Das ist aufzubauen. Und die Logik sagt nun wie folgt, wir haben eine Business Firewall eingezogen in Richtung dieser Produkte- und Servicelieferanten. Das heißt, alles, was kundenspezifisch angepackt werden muss in Projekten, das fängt dieser Systemengineering- und Projektmanagementprozess ab. Und die da unten arbeiten hinter der Firewall, werden nicht ständig gestört. Sie kennen das wahrscheinlich, gerade bei Lösungsgeschäft. Die rufen zum Teil den einen Entwickler an, den sie genau kennen, und gehen alle anderen Möglichkeiten. Und diese Firewall ist extrem wichtig, damit die Komplexität einigermaßen im Griff bleibt. Und diese Komplexität, die wird ausgetragen hier oben zwischen dem blauen und dem gestrichelt grauen Prozess. Das heißt, wir haben hier ganz neue Kernfähigkeiten, die notwendig sind. Es braucht Architekturentscheidungen
Und unten braucht es natürlich die saubere Organisation, auch der Partner. Welche Partner brauchen wir, die uns eben dann auch wieder standardisiert angebunden tatsächlich auch die Dinge liefern, die wir fürs Gesamtpaket benötigen. Und diese Partnergeschichte, die ist natürlich auch nicht so einfach. Und Sie kennen vielleicht diesen Satz vom CEO von Procter & Gamble, 2004, glaube ich, hat er das gesagt. Er hat gesagt, in Zukunft werden wir nur noch 50% unserer unserer Innovationen von der eigenen R&D bekommen und 50% von außerhalb. Und dann haben die R&D-Leute gedacht, oh Gott, das ist eine ganz große Abbauaktion geplant. War es nicht. Das war eigentlich der Startpunkt dieser Open Innovation-Thematik, wo auch alle Entwickler dazu erzogen wurden, trainiert wurden, eben nicht nur zu entwickeln, sondern eben auch zu connecten, so wie wir das hier machen. Connect and develop war dort das Motto. Und das ist extrem wichtig, dass Sie diese Fähigkeiten bekommen, in Ihrer Organisation bekommen, weil Sie als Lösungsanbieter in verschiedenster Hinsicht mit externen Partnern zusammenarbeiten müssen. Und auch verschiedenste Abteilungen müssen das können und müssen das in Zukunft tun. Noch ein Satz, eine Folie zum Thema, wenn wir das alles haben, wie bringen wir das in den Betrieb? Und dort ist die Pointe, die ich hier machen möchte, ist, wir versuchen in der Regel für diese neuen Themen ein neues Geschäftsmodell aufzubauen. Das ist absolut wichtig und richtig und das ist gerade für digitale Lösungen häufig sehr schwierig. Gehen wir in Abo-Modelle rein? Wie machen wir das ganz konkret? Was können wir wirklich verlangen? Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Sie müssen vom Geschäftsmodell zum Betriebsmodell kommen. Das Ganze muss in all diesen Themen muss es entsprechend so organisiert sein, dass wir tatsächlich das als Geschäft betreiben können, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir müssen Rechnungen stellen können als Digitalabteilung. Wir müssen auf einmal Apps verrechnen und nicht Produkte. Wir müssen im SAP irgendwie sein. Wir brauchen Einkauf. Wir haben ganz andere Partner. Wie binden wir die ein? Das heißt, Sie müssen von der Lieferanten- und Partnerseite bis hin zum Kunden und den gelieferten Produkten diese vier Bereiche entsprechend anpacken und ausgestalten. Wenn ich kurz zusammenfasse, dann möchte ich vier Punkte nochmal betonen. Erster Punkt, wir müssen wegkommen vom Thema Technologie sucht Anwendung hin zu Problem sucht Lösung und das Ganze strategieorientiert. Punkt zwei, wir müssen wegkommen von diesen neuen Rollen, Flickwerk auf Mikroebene hin zu wirklich einer Makrodesign-Anpassung im Makrodesign der Organisation. Ansonsten werden Sie in Komplexität ersticken, wenn Sie den Weg gehen. Punkt 3, Geschäftsmodell ganz wichtig, aber Sie müssen das gesamte Betriebsmodell sicherstellen, damit Sie dann tatsächlich auch reibungslos agieren können. Und der letzte Punkt, das ist das Thema Menschen Skills. Auch das, wir hatten es gestern schon beim Icebreaker in zwei Gruppen, der Mensch im Fokus ist extrem wichtig, weil beispielsweise Vertrieb, Produkteverkauf ist etwas völlig anderes als Lösungs- und App-Verkauf. Und das können Sie nicht automatisch verlangen, dass das Ihre Vertriebler von heute auf morgen können. Und dann machen Sie es auch nicht. Und die Dinge muss man von vornherein berücksichtigen, dass wir auch hier entsprechend trainieren und die Leute an Bord haben. Das war's. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wenn Sie Zeit und Lust haben, kommen Sie doch später mal am Stand bei uns noch vorbei. Vielen Dank, wunderbar. Gibt es eine Frage noch oder zwei? Also ich hätte noch eine. Und zwar, Sie haben das Beispiel ganz am Anfang gebracht, wo es um den Stapler ging, dass der ja eigentlich weg kann. Und dann haben Sie da zwei Dinge aufgeschrieben. Das eine ist, man muss sich darauf konzentrieren, was ist wirklich wichtig, also know where to play. Und das zweite war, mach die Sachen weg, die man nicht braucht. Wie kommen Sie da drauf? Also Sie haben es so ein bisschen erklärt, aber wie sind Sie in dem Fall drauf gekommen? Was sind eigentlich die wirklich relevanten Dinge und was kann eigentlich, also worauf müssen wir uns konzentrieren im Wachstum? Also wir haben diese sieben Felder definiert und wir haben alle laufenden Projekte, die es gibt, in die sieben Felder eingeordnet. Und 20% aller laufenden Themen haben in kein Feld reingepasst.
Und dann war die Frage, brauchen wir das wirklich oder können wir das begründet stoppen, weil wir eigentlich strategisch uns anders bewegen wollen. Und das war eigentlich der Punkt. Dann haben wir jedes Thema, was nicht in die sieben Felder gepasst hat, einzeln angeschaut und dann wurden tatsächlich welche gestoppt. Unterstützt, machen die Firmen nicht gerne, aber unterstützt von einem gewissen Leidensdruck auch, dass eben in der Regel immer die Pipeline viel zu voll ist und nie zu leer. Und wenn wir ernsthaft an den drei neuen Themen mit Power und mit Ressourcen arbeiten wollen, müssen wir irgendwo was freischaufeln, sonst funktioniert das nicht. Sonst machen es die Leute, die es alle anderen Sachen schon machen und zu 120% ausgelastet sind. Würden Sie sagen, aus der Erkenntnis, 20% kommt fast überall irgendwie hin? Oder sind es auch mal 30? Oder was ist so ein Wert, den Sie aus der Erfahrung so sehen? 20% ist untere Grenze. Da bekommt bei vielen auch mehr raus als 20%. Wie oft muss man das machen? Alle 2-3 Jahre. Alle 2-3 Jahre immer wieder durchs Portfolio durchgehen, sagen, was haben wir im Innovationsportfolio drin? Ja. Immer wieder auf den Fokus realignen, was genau, also Deutsch heißt. Wir empfehlen auch, dass man alle 2-3 Jahre diese Fokusfelder nochmal anschaut, neu definiert und dann muss man die Übung auch gleichzeitig nochmal machen. Ganz hervorragend. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Dankeschön.